Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir Grünen wollen einen modernen und diskriminierungsfreien Mutterschutz. Wir wollen Schwangere und stillende Frauen schützen. Was wir aber nicht wollen, sind unsinnige Beschäftigungsverbote. Da sind wir uns also einig. Und doch ist der Mutterschutz natürlich nichts anderes als Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und deshalb brauchen wir hier einheitliche Regelungen. Und genau das ist an manchen Stellen nicht wirklich gut gelungen. Und das hätten Sie vermeiden müssen. Bei der Arbeitszeit beispielsweise geht es im Mutterschutzgesetz vor allem darum, wann Frauen arbeiten dürfen und wann nicht. Im Arbeitsschutzgesetz aber sind die Arbeitszeitbedingungen wesentlicher Teil der Gefährdungsbeurteilung. Da gibt es einen Unterschied. Und ganz abstrus ist, und es wurde schon angesprochen, der neue Begriff der unverantwortbaren Gefährdung. Was bitteschön ist das? Gibt es jetzt auch verantwortbare Gefährdungen? Eine solche Unterscheidung kennt das Arbeitsschutzgesetz bisher nicht. Es wird jetzt lange dauern, bis der Ausschuss für Mutterschutz genau diesen neuen Begriff definiert und mit Leben füllen kann. Und bis dahin ist eben die Rechtslage unklar. Und das wird eben nicht zu weniger, sondern im Gegenteil wieder zu mehr Beschäftigungsverboten führen. Denn welcher Betrieb wird es denn schon wagen, eine Gefährdung als verantwortbar zu beurteilen? Natürlich keiner. Gefährdungen müssen beseitigt werden oder vermieden werden. Und wenn das nicht gelingt, dann müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Genau so, das sind die Grundsätze im Arbeitsschutzgesetz. Und genau so hätte das auch beim Mutterschutz gelten müssen. Und daran ändert auch Ihr komischer Entschließungsantrag ändert daran nichts. Sie hätten die unverantwortbaren Gefährdungen einfach streichen müssen. Und dann gibt es noch einen weiteren blinden Fleck im Mutterschutzgesetz. Gefahrstoffe, Druckluft, Strahlung, Zwangshaltung, Hitze oder Lärm, all diese Belastungen werden ja aufgezählt, weil es eben den Frauen nicht gut tut. Die psychische Gesundheit aber wird nur an einer Stelle ganz beiläufig erwähnt. Die Auswirkungen von arbeitsbedingten psychischen Belastungen auf die Gesundheit von schwangeren Frauen und auf die Entwicklung der Kinder sind aber bekannt. Wir haben diese Lücke immer wieder kritisiert und auch einen Änderungsantrag im Ausschuss gestellt. Aber es bleibt dabei, Stress und psychische Belastung werden weiterhin ignoriert. Das ist für uns nur schwer nachvollziehbar und das entspricht vor allem in keiner Weise einem ganzheitlichen Mutterschutz. Mit dem neuen Mutterschutzgesetz bekommen die Frauen ja zu Recht mehr Selbstbestimmung. Sie können also selber mitentscheiden, ob sie arbeiten oder nicht. Grundsätzlich ist das richtig, aber wir sind dennoch auch skeptisch. Es muss natürlich gewährleistet sein, dass die Frauen auch wirklich freiwillig aus freien Stücken eben arbeiten und nicht auf Druck der Arbeitgeber. Und deshalb haben wir eine frühere und eine regelmäßige Evaluierung des Gesetzes im Ausschuss gefordert, abgelehnt worden. Hier hätten wir wirklich mehr Problembewusstsein gewünscht. Für uns gilt also Licht und Schatten bei diesem Gesetz. Es geht in die richtige Richtung, ich habe es schon gesagt, und wir haben es uns wahrlich nicht leicht gemacht und wir haben lange darüber nachgedacht. Aber dennoch ist es so, dass wir nicht dafür stimmen können, sondern wir werden uns enthalten. Und ein wesentlicher Grund sind eben diese ungleichen Regelungen, was den Arbeitsschutz betrifft, also die unverantwortbare Gefährdung beispielsweise. Weil es bei diesem Gesetz um die Gesundheit der Frauen und auch um die Gesundheit der ungeborenen Kinder geht, werden wir aber ganz genau beobachten und auch nachfragen, wie das Gesetz tatsächlich umgesetzt wird und wie es sich dann am Ende auswirkt. Der Mutterschutz ist uns wichtig und deshalb bleiben wir dran. Das kann ich Ihnen versichern. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Yüksel für die Fraktion der SPD.